Herzlich willkommen zur nächsten Bravely Default Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suivo und ja, wir haben ja zuletzt den Rückweg hier angetreten, um zu schlafen und gehen jetzt Richtung Boss wieder. Während das Katze im Hintergrund schreit, ich weiß nicht, ob man es hört, wie dem auch sei, wird sich schon wieder legen und jetzt ja, ab dahin. So wenig Kämpfe wie möglich, bitte. Erst hier drinnen dann wieder ein paar Kämpfe, da bin ich zufrieden mit dann. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder den Weg da reinfinden. Das war ja so ganz verwinkelt. Ich glaube aber, ich habe ihn mir gemerkt. So. Wir müssen jetzt erstmal hier die Leiter hoch, oder die Treppe hoch. So, okay, kommt der erste Kampf. Hoffentlich schaffen wir es mit einem Erstrundenkram. Wir dürfen zuerst zuschlagen, das ist doch praktisch. Die beiden dürfen auch mal angreifen. Schaden tut es nämlich nicht, wenn wir hier zuerst angreifen dürfen. Perfekt. Oh, er tötet sie vielleicht wieder alleine, hä? Nein, nicht ganz. Weil eigentlich nützt gar nichts, wenn die beiden angreifen. Das macht so null Sinn. So, ein Kampf noch, da hat Tis Level Up. Wir wollten ja Level 13 erreichen, bevor wir zum Boss kommen. Das könnte für die Agnes ein bisschen knapp werden, aber mal schauen. Wird schon schief gehen. So, jetzt müssen wir den blauen Ausgang nehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Kampf, Brave-Angriff von Verbündeten, alles klar. Default, Default, Brave. So. Sehr geil. 220er Crit, ey. Zack, da haben wir Tis Level Up, sehr schön. Sonst gab es nichts Neues. Agnes noch einen Kampf, das sollten wir dann doch schaffen. Also es sollte schon noch einer kommen bis zum Boss. Und dann haben wir unser Ziel genau erreicht, wie ich es letztes Mal vermutet hatte. So. In der Stadt gibt es irgendwie auch ein Update, das blinkt da gerade. Gucken wir doch mal. Haben einen Trank geschenkt bekommen, okay. Auch ganz nett. So, sind wir doch schon bald wieder da, bin ich der Meinung. So, gucken wir mal, ob wir hier richtig sind. Ja, sind wir, perfekt. So, der eine Kampf kommt auch noch, der für Agnes zum Level-Up reichen sollte. Oh, das sind ein bisschen viele. Ich mach trotzdem Default. Hoffen einfach mal das Beste, wenn nicht zaubern wir sie tot. Die überleben. Sehr gut, ein Crit ist schon mal wichtig. 50 ist nicht so schlimm. Okay. Ah ne, da fehlt ja noch ein Kampf bei Agnes. Das sind ja nicht 500, sondern 550. Okay, den machen wir aber auf jeden Fall noch. Weil es bringt halt nichts jetzt mit dem einen Punkt, also einen Kampf, der da fehlt, jetzt da nicht noch zu machen vor dem Boss. Meiner Ansicht nach. So. Das könnte knapp werden, die alle zu töten in einer Runde. Mal schauen. Sollte klappen. Perfekt. Ohne Schaden sogar. Die hat hier ein Level-Up. Okay, es wären zwei Kämpfe beim Ring-A-Bell, aber das ist mir dann doch zu viel. Ist auch jetzt nicht wirklich nötig, denke ich. Dann heilen wir sie mal alle. Die andere braucht keinen Heal. Dann speichern wir nochmal an der Stelle. Schaden kann es ja nicht. Klar. Fortfahren, danke. Und dann gehen wir mal hin. Schauen wir mal, was der Boss zu bieten hat. Tis? Come to save us the trouble of finding you, Vestal. How very courteous. And just what are you doing here, Adia? I'll go along with the Sky Knight's methods no longer. You've no say in the matter. Defying orders is treason, girl! Enough! You have us! Let the king go! First, the Vestal comes to me. Alone! Yeah, not so. You mustn't!
I'll not keep my head at the cost of an innocent girl's. You'll not keep your head at all if you keep running your mouth. Are you so eager to join the captain of your guard? Heinkel, you were among the highest regarded warriors in the duchy. A paragon of chivalry. And the Sky Knights beneath you? I grew up on the tales of their brave and righteous deeds. But what I saw was a band of craven thugs. You defile the title of knight! Alles klar. Fool. All hands! Seize these four! Kill the men if you must! Okay, aber nur die Männer, ne? Denk dran. Okay, ist noch gar nicht der Heinkel mit dabei. Das wäre uncool. So, der macht ein. Die macht einen Default, der macht einen Feuer-AOE-Zauber. Die macht auch einen kompletten Angriff. Schauen wir mal, was wir so tot kriegen. Vielleicht hätten wir doch auf einen zaubern sollen. Oh, Gift ist uncool. Ja, die sind alle tot, perfekt. Gibt gut EP. Ringlebell hat sogar sein Level-Up noch bekommen. Schön. Such valor. You're quite the little heroes. Ja. And here I so hope to resolve this peacefully and let the good king go. Warum haut er ab? Kommen wir doch noch nicht zum Kämpfen, oder was? Das ist ja uncool. Der Zorn von Edea. Hast du eine Ahnung, wo er hin will, Edea? Auf das Dach der Villa zum Luftschiff-Ankerplatz. Diente diese Villa nicht einst als Rückzugsort für die königliche Familie von Caldisla? Warum sollte es hier einen Ankerplatz geben? Dem stimme ich zu, es scheint nicht sehr plausibel. Ich habe mich wohl etwas unpassend ausgedrückt, damit meine ich die Stelle, an der sie den Anker in das Dach der Villa getrieben haben. Die haben nicht besonders viel Feingefühl, was? Darüber können wir später sprechen. Beeilt euch, er entkommt uns noch. Es bringt nichts, einfach blind drauf loszustürmen. Wir brauchen einen Plan. Ja, ich weiß, aber ich kann Heinkel einfach nicht verzeihen, was er getan hat. Er ist ein Ritter, der den Namen der Ritterlichkeit in den Schmutz gezogen hat. Wenn ich mich recht entsinne, sind Ritter dazu berufen, als Schwert und Schild der Schwachen zu dienen. Sie sind nicht dazu da, um das Volk in Angst zu versetzen, Häuser niederzubrennen oder Mitglieder der Königsfamilie zu entführen. Ich stimme dir voll und ganz zu, Edea. Dieser Mann ist kein Ritter. Vielleicht ähneln sich unsere Ansichten mehr, als ich zu glauben gewagt hätte. Doch jetzt sollten wir uns beeilen. Agnes, auf zum Dach. So, guck mal, dass wir gerade nochmal heilen und das Gift wegmachen vor allem auch. So, das haben wir erledigt. Würde ich aber auch sagen, speichern wir gerade nochmal. Warum denn nicht? Der ist eh hier um die Ecke. Wer weiß, was da sonst noch so kommt. Kampf kommt auf jeden Fall noch. Frage ist auch, wo wir den Schlüssel für die Dings herkriegen, für die Kiste. So ein bisschen. Frage ich mich jetzt schon eine ganze Weile irgendwo. Sehr schön. 100, ey, die Sausack. Vielleicht kriegt die Dea ja auch noch ihren Level up. Hier oben ist nichts, das haben wir entdeckt, alles klar. Heilen wir erstmal gerade kurz. Ne, Gift will ich nicht heilen, das hier, genau. Perfekt. Und raus hier. Gucken, wo es jetzt rumgeht. Okay, hier runter. Ich muss erst mal gucken, wo wir jetzt da überhaupt rum müssen. Sieht so ein bisschen seltsam aus hier, der ganze Spaß. So. Heinkel, this is your answer, and still you'd call yourself a knight? As daughter to a true knight, I know their pride is staked upon fair and honorable combat. Release your hostage! Then stand and face us! No more running, coward! Ha! You invoke your father after betraying him? Yeah, he's headed for the airship! That makes no sense. Why should he flee? His aim is the Vestal.
Not the king. Aber echt? He's baiting us? Still, we have to give chase. We'll lose him and the ship. Well, I'm game to brave a trap. I'm following you. Agnes, let's go! Right. Alles klar. Alles ganz schön schlau von dem Ringabel. Ah, good. You came. You're a bold lot, if not a smart one. This ship is a prison you entered willingly. Nowhere to run now, save down. Quickly. Really, I must thank you for taking the bait so eagerly. It's earned you a lavish cruise through the clouds, Vestal. And for your friends, a career as ballast. You're a prisoner here, same as us. No more tricks, Heinkel. A knight without chivalry is a common bully. I'll see you stripped of that title here and now. You wouldn't test your elders, girl. I thought to bring you home in chains, but no. All but the Vestal will end here as dew upon my blade. You'll die with the rest, traitor. Ja, alles klar, jetzt kommt der Kampf also gegen den Boss. Schauen wir mal. Sagen wir, machen erstmal die Kleinen kaputt. Das Ganze auch mit einem Brave-Angriff. Machen wir den letzten auf jeden Fall auf ihn, nicht dass wir den Dicken angreifen. Er macht mal eine Schwarzmagie auf den Heinekel. Sie macht natürlich Brave, macht einen. Ich behandle eine Diagnose auf den Heinekel und tötet den hier unten auf jeden Fall. So, gucken wir mal. Eisenpanzer, physische Abwehr plus. Also sollten wir den wohl anzaubern. Freund schützen. Jetzt geht's aber los hier. Das gefällt mir nicht so gut. Da habe ich nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. 3000 hat er, Schwäche ist Blitz. Alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Erstmal entgiften ihn. Er macht eine Fähigkeit Blitz auf den. Und wir könnten eigentlich mal versuchen, den Blitz auf alle Gegner zu machen, ob er die dann auch beschützen kann. Physische Abwehr wieder plus. Okay, er kann sie nicht beschützen. Das ist ja gut. Das heißt, wir müssen sie eigentlich nur tot zaubern. So, sie heilt jetzt wieder. Mit der machen wir diesmal aber einen Brave. Machen erstmal das Gift von Tis weg und machen dann den Heal auf den Ringable. Der scheint mir hier sehr wichtig zu werden. Und der macht jetzt mal einen Brave Blitz auf alle Gegner. So, schauen wir mal. Er macht wieder physische Abwehr plus. Die sind tot, perfekt. Jetzt nur noch der übrig. Sehr gut. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die kann diesmal ein Default machen, ohne schlechtes Schildschlag. Jetzt geht's aber los hier. Der macht einen normalen Angriff. Sie heilt die Idea. Der macht einen Blitzangriff. Und sie macht auch einen normalen Angriff. Schwachpunkt ist voll gut. Es lohnt sich echt zu zaubern hier. Eigentlich können die auch einen kompletten Brave-Angriff da machen. Macht keinen Unterschied. Mit der heilen. Der macht auch einen kompletten Brave Blitzkram. So. Und sie macht auch einen vollen Angriff. So. Hauen wir ihn richtig runter jetzt, bevor die Abwehr noch höher wird. Uiuiui. Also das Zaubern macht richtig Schaden. Muss ich halt schon mal so sagen. 107er Crit. Das ist auch eine Menge. So, die heilen wir den Tiss. Das war's wieder. Stampfen. Uiuiui. Heilen wir uns alle mal. Besser ist das. Dann macht sie noch ein Default. Aber eigentlich brauchen wir nicht nochmal heilen. Jetzt müssen wir mit ihm mit der vollen Angriff fahren. Sie macht einen Heal auf den Tiss. Der macht wieder einen vollen Blitzangriff. Zack, 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 zack. Und die macht auch einen vollen Angriff. Gucken wir mal. 200. 180. Richtig krass, was der an Blitzschaden raushaut.
Und die Abwehr ist runter scheinbar. Magieabwehr nur auf 75%. Boah, er ist schon tot. Das war ja easy going irgendwie mit dem Schwachpunkt herausfinden und alles. Gucken, was der gibt. 400 Geld, 200 EP und 20 Jobpunkte. Das ist richtig gut. Und einen Kampfstulpen bekommen, aber die haben wir ja alle schon. Das war jetzt nicht so dolle. Oh, wir kriegen auch noch einen Asterix. Mal gucken, was für einen. Ein Ritter. Das könnte man eigentlich der Idee geben. Das passt ja gut, denke ich. Ein vielseitiger Krieger mit exzellenten Angriffs- und Abwehrfähigkeiten. Starke physische Abwehr, bevorzugt Schwert, Schild und Rüstung. Freundschützen und Ritterlichkeit. Ah, die hat einen Freundschützen, das ist gut. Okay, das finde ich richtig gut. Das finde ich echt gut, dass man sowas dann hat. Oh oh. Na super. What? You're a Sky Knight, aren't you? Only Heinkel and the other officers knew how to pilot the ship. Na super. Das steht natürlich wieder im Buch drin. Idea. Might I ask you something? What is the name of this vessel? What? Who cares about that? And how are you so calm? The Echelon. Galleon class airship. Am I correct? Yeah. Yes, but how? Is that in your book too? Indeed it is. Let me have a go at steering. Ja, dann hau mal rein, mein Freund. But you have no memory. When would you have... Ah, so this goes here. That gets like... So, then we just... Wait, is he... We're steadying out! Oh, man. Of course we are. I'm a crack pilot, apparently. Now find something to hold on to! Sau gut. Sau gut. Okay, wo landen wir denn jetzt? Ist die Frage. Ah, hier im Wasser. Sehr gut. Ja, dann gucken wir mal, was wir hier für eine Quest abgeschlossen haben. Okay. Nichts Interessantes irgendwie. Heile die Untoten, das super. Ich sage, wir speichern hier an der Stelle. Und machen dann auch einen Cut. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.